Ich bestelle ja jeden Monat immer die nächsten fünf Inuyasha New Edition Bände vor, damit ich dann endlich diesen Manga mal in meine Sammlung aufnehmen kann, weil es mich einfach nur noch frustriert, wie jahrelang ich da hinterher renne und da einfach mal nicht rankommt zu rationalen Preisen, weil die Leute alle nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Die Einzelbandauflage finde ich halt hässlich. Die will ich bis Verrecken nicht in meinem Regal stehen haben. Da finde ich schon die New Edition deutlich schöner, auch wenn jetzt dieser Nachdruck von EMA nicht so einen krassen Goldeffekt hat, wie halt die alten Bände von damals, aber immer noch besser als die Einzelbände, die grottenhässlichen, aber halt auch teuer. Mich kotzt es so an, dass sie sich einfach so krass verkalkuliert haben. Die alten Bände, die haben 13 Euro gekostet pro Band. Und dann hat EMA gedacht, da wäre nicht mehr so viel Nachfrage da und hat deshalb eine Mini-Auflage gemacht. Und so kleinere Auflagen zu drucken, ist halt deutlich teurer als große Auflagen zu drucken. Und dann hieß es, ja, es wird nur noch eine einzige streng limitierte Auflage geben. Und da kostet dann jeder Band 18 Euro. Also einfach mal 5 Euro auf jeden einzelnen Band obendrauf geschlagen. Trotz Abstrichen bei der Goldfolie. Also so arschschick. Und was war? Der Andrang war riesig. Die Bände waren sofort wieder weg. Also haben sie nochmal einen Mini-Nachdruck gemacht. Obwohl es da vorher schon geheißen hat, das würde der letzte Nachdruck bleiben. Also EMA kotzt mich aktuell so an. Das ist echt der schlimmste Verlag. Es ist eine absolute Zumutung, dass die überhaupt noch existieren. Die haben nur unfähige Leute. Die schlimmsten Luschen auf dem Planeten beschäftigen die. Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht über EMA aufrege wegen irgendwas. Das Einzige, warum ich das gerade noch so irgendwie ertragen kann, ist, dass sie wenigstens Mila Superstar als Manga rausgebracht haben auf Deutsch. Das ist so das Einzige, wo ich mir denke, tief durchatmen, das hätte sonst keiner gemacht. Aber das, was sie da mit Inuyasha veranstalten, finde ich so ätzend. Und dann kamen die nächsten fünf Bände bei mir an, ich packe die aus, so war das bei 16 bis 20. So. Und ich mache mir ein bisschen Platz im Regal, habe ein bisschen umgeräumt, damit genug Platz ist für die nächsten fünf Bände. Stell die daneben und stelle fest, hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Also Band 11 bis 15 waren da einfach nicht vorhanden. Und ich denke mir so, Scheiße, hast du irgendwie vergessen, die zu bestellen? Hab direkt mal nachgeguckt, doch, hast du bestellt. Dann habe ich gedacht, Scheiße, sind die nicht angekommen? Ne? Ist mir ja schon mal passiert bei EMA. Da stand dann einfach auf diesem Zettel, den die dir in den Briefkasten tun, dass es bei einer Frau Lopez abgegeben worden wäre, die gar nicht existiert. Es gibt hier keine Frau Lopez in der Nachbarschaft. Ja, da waren die fertig, haben einfach sich den Namen ausgedacht, das da reingeklatscht und fertig. Und habe ich gedacht, nicht, dass das schon wieder so eine Nummer war. Vor allen Dingen war ich auch nicht da zu Hause, als das abgegeben wurde. Wie soll ich sagen? Also in dem ganzen Zeitraum, wo es hätte zugestellt werden müssen, war ich nicht daheim, als die Bände halt einfach rauskamen im Handel. Ja, nicht, dass die dann irgendwie versucht haben, das zuzustellen. Es war keiner da und dann wurde es einfach in den Müll geschmissen oder keine Ahnung, was irgendwie unter den Tisch gekehrt, weißt du? Und EMA dann einfach erzählt, das wurde zugestellt, obwohl es gar nicht zugestellt worden ist. Oder es ist zugestellt worden, ich habe es sogar ausgepackt und habe dann irgendwie die Mangas verräumt. Da habe ich dann auch gedacht, Scheiße, habe alles abgesucht, habe gedacht, nicht, dass ich die irgendwo falsch eingeordnet habe oder irgendwie gerade in der Eile, weil ich keine Zeit hatte zwischen Tür und Angel, die irgendwo in den Schrank geschmissen oder irgendwo, wo sie gar nicht hingehören. Echt, ich habe an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Ich war so am Durchdrehen, weil 90 Euro ist ja, die schüttelst du dir ja nicht mal eben so locker flockig aus dem Ärmel. Ne? Und habe ich gedacht, ach Scheiße, wenn du die jetzt verloren hast und wenn die dir die Bände nicht nochmal zuschicken. Ja, dann habe ich denen ja dann eine E-Mail geschrieben, hier so und so, die Bände sind nie bei mir angekommen. Ja, das wäre ein EDV-Problem von denen gewesen, aufgrund eines EDV-Fehlers wurde diese Bestellung gar nicht erst ausgelöst. Und wenn ich nur denke, guten Morgen, EMA. Und dann halt eben dieses Ärgernis, dass Band 15 dann schon wieder out of print gewesen ist und ich jetzt warten muss, bis sie den Ende Januar nachdrucken. Es ist so zum Kotzen, es ist so endnervig mit diesem Verlag. Echt eine Zumutung, ich sag's dir. Kann doch nicht sein, dass du schon extra vorbestellst. Vor allen Dingen, was hätten die denn jetzt gemacht, wenn die wirklich keinen Nachdruck mehr gemacht hätten? Und hätte ich vorbestellt, hätte die trotzdem nicht bekommen, die Bände, und dann hätten die einfach achselzuckend da gestanden und ja, hast halt Pech gehabt. Weil wir so blöd sind, kriegst du jetzt keinen Band. Und kannst dann zusehen, dass du diesem einen Band mitten in der Reihe hinterherrennst. Toll, EMA. Klasse. Finde ich richtig super. Geiles Konzept, echt. Also mich triggert das ja eh ohne Ende, dass ich jetzt so ein Vermögen hinblättern muss für diesen Manga. Ja? Dass mich das jetzt jeden Monat 90 Euro kostet, bis einschließlich Februar. Die ich nicht mal eben so habe eigentlich. Und dadurch auch keine anderen Animes und Mangas mehr kaufen kann in der Zeit.
obwohl da Lizenzen auslaufen und ich da auch dringend das ein oder andere kaufen müsste, bevor die Bände dann auch schon wieder vergriffen sind und zu Wucherpreisen nur noch vertrieben werden. Oh. Da kriegst du einfach zu viel, ich sag's dir, da kriegst du einfach zu viel. Bei diesem Vollpfostenverein. Und erst hatten sie ja sogar vor, alle 30 Bände auf einen Schlag rauszubringen. Und das ist ja auch was. Auch diese 5 Euro mehr pro Band, die würden ja auch deutlich weniger wehtun, wenn sie es einfach machen würden, wie bei jeder anderen normalen Manga-Reihe auch. Und es käme nur jeden Monat ein neuer Band raus. Gut, dann würde es natürlich deutlich länger dauern, bis man dann alle Bände auch im Regal stehen hat. Klar, das wäre dann auch wieder ein bisschen nervig. Aber bei den Preisen, bei der Menge an Bänden, es sind ja 30 Bände insgesamt, hätte ich es doch echt besser gefunden. Oder wenigstens nur 2 Bände im Monat statt 5. Aber wie gesagt, selbst dafür mussten die Fans ja auf die Barrikaden gehen, damit EMA vom Ursprungsplan abgegangen ist, alle 30 auf einen Schlag auf den Markt zu klatschen. Das wären ja dann über 500 Euro gewesen. Mal ebenso auf einen Schlag. Aber die haben ja gar nicht damit gerechnet, dass es Leute gibt, die den Manga noch gar nicht besitzen und ab null anfangen mit dem Sammeln. Die waren ja echt so dermaßen dämlich und fernab von jeglicher Realität, dass die gedacht haben, das machen wir jetzt nur für die Leute, denen noch einzelne Bände fehlen von der New Edition. Also das heißt, für die, die schon die New Edition angefangen haben zu sammeln damals. Und nur für die wäre das dann gewesen, dieser Nachdruck. Der wäre gar nicht für neue Kunden, für neue Fans der Serie, neue Leser gewesen. So. Also echt, da siehst du halt die geballte Inkompetenz, die da arbeitet einfach. Weißt du, und vor allen Dingen, ich verstehe es halt nicht. Warum haben die kein Vertrauen in die Inuyasha-Lizenz gehabt? Und du siehst es ja auch bei den New Edition-Bänden, ja, dass da immer steht, dritte, vierte, fünfte Auflage. Das heißt, auch damals sind die ja nicht schlecht gelaufen, die Dinger. Und wurden nachgedruckt mehrmals zum Teil. Inuyasha ist ja, also das hat sich ja auch am Anime, da hat sich ja so viel getan die letzten Jahre. Der war ständig auf Netflix, der wurde ständig auf ProSieben Max ausgestrahlt. Dann hat Kaze sogar die restlichen Folgen endlich mal auf Deutsch synchronisieren lassen und veröffentlicht. Ne, der war ja so präsent, da wurde ja noch ein Sequel-Anime und Manga angekündigt. Ne, und dann glauben die nicht, dass dieser Manga, wenn er nachgedruckt wird, genug Abnehmer findet? So dermaßen kernbehindert sind die. Aber gleichzeitig ran mal in Hype neu auflegen, ne? Das ergibt so keinen Sinn. So, Ranma ein Hype ist seit 100 Millionen Jahren nicht mehr im Fernsehen gelaufen, gibt es auf keinem einzigen Streaming-Anbieter. Und die Anime-DVDs sind auch schon seit 1000 Jahren vergriffen. Und da kommt auch kein neues Anime-Projekt aus Japan oder neues Manga-Projekt. Und da denken sie, oh ja, das lohnt sich da jetzt mal eine Neuauflage zu machen. Klar lohnt sich das, aber warum sollte sich das denn bei Inuyasha weniger lohnen als bei Ranma ein Hype? Wo es da deutlich mehr Faktoren dafür gab, dass es sich da mehr lohnt. Also das ist so ein Idiotenverein. Das ist unsagbar. Guck mal, wie behindert. Das hat hier so eine Rille am Rand. Wieder Band. Siehst du das? Das haben alle anderen Bände nicht. Warum haben sie das hier bei diesem einen Band gemacht? Ich verstehe das immer nicht. Was soll das?